Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3 Faulapfelbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir mal wieder Besuch. Barshi ist schon wieder mitten in der Nacht aus seinem Grab gestiegen und hat die halbe Familie aufgeweckt. Und es geht mir so auf den Keks, ich sag's euch, mittlerweile denke ich schon drüber nach, ob ich einfach seinen Grabstein auf einen öffentlichen Friedhof verfrachten soll, weil er ständig alle aufweckt. Das ist so furchtbar. Es ist so furchtbar, wirklich. Die arme Gwen und Birk sind mitten in der Nacht von ihm aufgeweckt worden und ich musste sie dann wieder ins Bett schicken. Ach, und jetzt ist es halt irgendwie schon nach sechs. Draußen ist es hell einfach und er weigert sich, in sein Grab zurückzukehren. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass es hier obviously schöner ist, aber es ist ein bisschen nervig. Es ist ein bisschen nervig. So, wer ist denn jetzt schon wach? Nils ist schon wach, aber sonst schlafen, glaube ich, noch alle. Okay. Dann gucken wir doch mal. Oh, ich muss auch noch die Weihnachtsdekoration wegräumen. Komm mal hier. Oh, wir haben kein Frühstück mehr. Das ist jetzt natürlich blöd. Aaron? Aaron ist ausgeschlafen. Aaron, komm mal runter. Ich tut mir ein bisschen leid, weil er sich immer um die Verpflegung der ganzen Familie kümmern muss. Aber so ist es halt, ne? Schlechter Empfang für Linnea Haugland. Repariere den Fernseher. Nee, Alter, repariere deinen Fernseher mal selber. Dankeschön. Komm mal runter, Aaron, und mach Pfannkuchen, bitte. Dankeschön. Heute ist ja Samstag, das heißt, eigentlich steht gar nicht wirklich viel an. Vermutlich arbeiten muss heute, glaube ich, nur Gwen in der Musikkarriere. Ja, genau, in 10 Stunden. Aber da hat sie auch noch ein bisschen Zeit. Oh, und wir müssen vielleicht noch ihre musikalischen Fähigkeiten ein wenig aufbauen. Level 3. Aber dafür wird sie vermutlich in nächster Zeit eh viel Zeit haben. Weil wir ein Baby in Planung haben und vielleicht ist sie sogar schon schwanger. Das werden wir hoffentlich im Laufe des Tages herausfinden. Ist Aaron schon unten angekommen? Ja. Wunderbar, danke schön. Was machen wir denn mit dir, Nilsi? Nilsi, was machen wir denn? Oh, Berichte. Wir müssen Berichte schreiben. Stimmt. Oh, wenig Bock heute in Mülltonnen rumzufüllen. Aber vielleicht machen wir das trotzdem einfach, um diese Anzeige mal hier ein bisschen hochzukriegen. Weißt du was? Geh doch, wo ist denn mein Schachtisch? Hier, der steht hier im Wohnzimmer rum. Okay. Geh doch hier ein bisschen Schach spielen, bis das Frühstück fertig ist. Wie sieht es bei den anderen aus? Linnea ist auch schon wach. Ah ja, gut. Und du kannst hier gleich mal das Badezimmer aufsuchen. Ronja ist auch wach. Ronja muss nicht arbeiten, oder? Nee. Ronja, du kannst... Wo ist denn das zweite Badezimmer? Hier. Du kannst auch duschen gehen und sie möchte einen Geist sehen. Du möchtest einen Geist sehen, bist du dir ganz sicher? Weil diesen Wunsch kann ich dir sehr schnell erfüllen. Geh mal da rein. Oh, er glitzert. Ach, sie will den Geist von Frieda sehen. Oh, okay. Okay. Ja, den wirst du vermutlich auch bald sehen. Was ist denn mit Frieda? Ist sie schon wach? Ja. Sie spielt Schach an ihrem Computer. Alles klar. Also sie möchte richtiges Schach spielen. Das kannst du vielleicht später mit Aaron machen. Mit Nils. Könnt ihr eure Beziehung gleich hier ein bisschen aufbauen. Sie hat halt mit niemandem mehr eine gute Beziehung einfach. Und mit Aaron hat sie eine furchtbar schlechte Beziehung. Unbeliebt. Weil sie sich immer so auffühlt. Oh, wir haben es geschafft. Aaron hat für die Fähigkeit Kochen soeben Level 10 erreicht. Aaron kann jetzt gegrillten Lachs zubereiten. Richtig cool. Dann könnte er jetzt ja theoretisch auch Ambrosia zubereiten, wenn mir daran gelegen wäre, das Leben von Frieda noch ein bisschen zu verlängern. Steht hier noch Geschirr rum? Nein, dann kannst du ja jetzt mal deinen ganzen Haushalt zum Essen rufen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon alle wach sind. Okay, also Nils, dem habe ich ja was aufgetragen, du kannst aufhören, aber sonst müssten, glaube ich, dann alle einfach... Ja, hier, sie bewegen sich alle nach unten. Linnea, was hast du denn an? Ich hatte sie doch umgestylt. Warum hat sie jetzt so ein komisches Kleid an? Oh mein Gott. Okay. Wie auch immer. Kommt mal bitte alle runter hier zum Frühstück. Und ich gucke währenddessen mal kurz ins Gewächshaus. Wir haben übrigens wieder Fenster. Ich habe wieder Fenster eingebaut. Ist das nicht schön? Ich bin mir nicht sicher, ob ich oben die gleichen Fenster hatte davor. Aber es passt einigermaßen, würde ich sagen. Hauptsache, die Pflanzen kriegen Licht. Und ich habe hier auch so ein bisschen diesen eingezäunten Erdbereich vergrößert, damit wir einfach mehr Platz haben für die Pflanzen. Und was mir aufgefallen ist, dass wir überhaupt keine Käse- und Eierpflanzen mehr hatten. Doch, wir haben hier. Oh, doch, haben wir eine Käsepflanze und ist das dann... Ah, perfekt. Okay, wir haben doch Käse- und Eierpflanzen. Ich möchte nämlich gerne jetzt mit der Multikulti-Pflanze mal vorankommen. Ach, vielleicht sollten wir... Wir müssen vielleicht die Käsepflanze düngen. Haben wir irgendwie Fische im Inventar? Ja, haben wir. Und wir haben noch rote Raubwanzen, die wir spenden können. Das ist ja super. Wir haben mega viele Fische. Hier auch Früchte des Lebens. Oh, die Früchte des Lebens, glaube ich, räume ich gleich irgendwo hin. Hab ich hier... Ja, ich habe eine Saatgutschachtel. Wunderbar, dann lagern wir da mal das beste Saatgut ein. Ach, no, meine Schachtel ist weg. Meine Schachtel ist weg. No, die war custom content. Verdammt.
Ja gut, aber ich weiß, wo ich die herkriege. Diese Schachteln gibt es auf Around the Sims in jeglicher Ausführung. Ja gut, okay. Dann muss ich mir die wohl später wiederholen und dann kann ich die Sachen einlagern. Aber ich hab ich hier gerade auch Flammenfrüchte gesehen? Ich dachte, ich hätte hier gerade Flammenfrüchte irgendwo gesehen, aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Okay. Ja gut, dann schwierig. Schwierig, schwierig. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber und pflegen den Garten. Wie sieht es mit dem Faulapfelbaum aus? Gut. Zwei, drei Tage, dann müssten wir bereit sein, um den zu ernten. Das ist doch schon mal ganz gut. Was geht hier schon wieder ab? Ach, Frieda, lass doch jetzt... lass die doch jetzt in Frieden. Du bist so furchtbar. Echt, stirb einfach. Stirb einfach, wirklich. Wie alt ist sie jetzt? Tage bis zur nächsten Alterungsphase? Nie? Was ist denn hier schon wieder? Moment. Ist das noch bei anderen Leuten so? Oh mein Gott, Leute. Gwen ist übel. Gwen ist übel. Oh, ich belästige sie gerade auf der Toilette. Gwen fühlt sich nicht so gut. Sie sollte in der Nähe eines Badezimmers bleiben. Wegen unbekannter Ursache. Oh, eine sehr unbekannte Ursache. In der Tat. In der Tat. Aber was ich eigentlich überprüfen wollte, waren ja die Alterungsphasen hier, ne? Alle altern normal, bis auf Frieda. Das ist ja natürlich immer wieder typisch. oh mein Gott, wo ist mein Cursor hin? Da. Wo ist das? Da. Perfekt. Da ist das Rathaus. Dann machen wir das nochmal ganz kurz hier. Die Bucky Nebler. So, Aging für alle aus. Oh, dieser Bug ist echt das Schlimmste auf der Welt. Und ich weiß nicht, warum das immer wieder auftritt. So, Moment, dann machen wir es wieder an. Gut, und jetzt sollten alle wieder altern. Frieda ist 100. Okay. Ah, vielleicht geht sie mir deswegen die ganze Zeit so auf den Keks und stirbt nicht, weil sie einfach nicht älter geworden ist. Ich meine, sie ist auch ein Geist, so. Es ist irgendwie auch logisch, aber... Bringe ein Foto des Sphinx zum Büro. Nee, danke. Was war denn das gerade für eine Pfütze? Ringo, was hast du hier schon wieder... Was hast du hier schon wieder angestellt? Oh, eigentlich nichts. Okay, wir loben dich jetzt mal fürs nicht zerstörerisch sein. Guter Hund, guter Hund. Hat jetzt jeder gefrühstückt? Sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Okay, dann kann Nils gleich wieder... ach, wobei, der hat gar keinen Wunsch eigentlich. Der hat eigentlich gar nicht den Wunsch, seine Logikfähigkeit zu verbessern. Das ist natürlich... Aber er ist halt auch erst Level 2. Du komm, du gehst jetzt trotzdem ein bisschen Schach spielen. Und Frieda kann gleich mitmachen, weil die möchte ja Schach spielen. Dann könnt ihr vielleicht eure angeschlagene Beziehung ein wenig verbessern. So, Schach mit Nils Hauglatt. Viel Spaß. Für Aaron habe ich auch schon eine Aufgabe. Und zwar muss er ja Gemälde im Wert von 450 Simoleons irgendwo abgeben. Ach, aber die sind alle von jemand anderem. Ja gut, aber das hier ist hässlich, also werfen wir es weg. Viel Spaß. Und er möchte einen Butler engagieren. Vielleicht. Wir werden sehen. Wie sieht es im Gewächshaus aus? Schleppend. Es geht schleppend voran. Eigentlich könnten wir uns jetzt auch mal wieder eine Sprinkelanlage hier reinmachen. Ah, wobei, nee. Wir warten noch, bis er Level 10 der Gartenarbeitsfähigkeit erreicht hat. Und dann machen wir eine Sprinkelanlage. Wenn du hier fertig bist, dann kannst du... Oh, die Haushaltshilfe flirtet mit Gwen. Excuse me. Wenn du hier fertig bist, kannst du mal die Käsepflanze düngen mit... Was haben wir denn? Mit einem siamesischen Katzenfisch. Und das hier gestorben, die Wassermelonenpflanze. Gut, die können wir dann nochmal neu anpflanzen. Ja gut, ich glaube, der wird hier noch eine Weile beschäftigt sein. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Gwen zum Beispiel möchte sowohl Klavier spielen, als auch ihre Gitarrenfähigkeit verbessern. Sie hat Gitarre Level 4 und Klavier Level 2. Dann spielen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Klavier. Geh doch mal oben in den Hobbyraum. Was ist jetzt schon wieder kaputt gegangen? Jetzt kaputt gegangen. Ah, hier, okay, der PC. Ja, Ronja, weißt du, Gott sei Dank bist du so geschickt, dann kannst du ihn einfach schnell selber reparieren. Oh, wunderbar. Und Birk hat für die Fähigkeit Gartenarbeit soeben Level 10 erreicht. Birk hat sich in Sachen Botanik und Gartenbau erfolgreich weitergebildet. Nur wenige Gärtner können von sich behaupten, so schmackhaftes Obst und Gemüse wie Birk anzubauen. Gut gemacht. Und er kann jetzt die Multikulti-Pflanze anbauen. Ja, hoffentlich bald. Fände ich ganz nice eigentlich. Okay, Ronja, ich überlasse dich deinem Schicksal. Nils geht's auch ganz gut. Der soll auf jeden Fall noch Level 3 erreichen. Und dann werden wir vielleicht uns um seine Berichte ein bisschen kümmern. Because why not? Und ja, er ist auch schon auf Level 4. Sehr gut. Linnea geht's auch gut. Oh, warte. Was? Schlittschuhfahren? Ach, die ist wieder hier.
Was hast du denn an? Was hast du an? Das macht mich wahnsinnig. Okay, Ronja wurde befördert. Völlig random. Zur Leiterin der Feuerwache, weil sie ihren PC repariert hat. Alles klar. Hör mal auf damit, Ronja. Linnea, du machst dir gleich in die Hose. Und du musst jetzt hier wirklich nicht Schlittschuh fahren. Vor allem nicht in diesem Aufzug. Dankeschön. Okay, so. Für Aaron kommt in einer Stunde die Fahrgemeinschaft. Dann müssen wir wohl Schluss machen. Wobei, ein bisschen können wir, glaube ich, noch weitermachen. Und wie sieht es bei Birk aus? Oh, der ist im Garten schon fertig. Oh no, dann hat er garantiert nicht die Wassermelone neu angepflanzt. Nee, hat er natürlich nicht. Hat er natürlich nicht. Wassermelone, dann machen wir das einfach manuell. Moment. Move. Okay, ich hatte kurz einen Gehirnaussetzer. Move Objects, auch nice, der Cheat. So, den pflanzen bitte hier an. Dankeschön. Und er möchte Gwen küssen, das ist süß. Und sein Outfit-Plan. Was geht denn hier ständig kaputt? Ich raste aus. Was ist jetzt kaputt gegangen? Die Toilette? Nee. Wer hat hier gerade schon wieder was kaputt gemacht? Achso, ich muss übrigens Aaron auftragen, dass er jetzt Schluss machen und aufs Klo gehen soll. Was ist schon wieder kaputt? Ich höre Wasser. Die Dusche, natürlich. Natürlich ist es die Dusche. Ah, okay. Birk, du kannst sie reparieren, wenn du hier fertig bist. Gwen, solltest du nicht Gitarre spielen? Nein, die muss wahrscheinlich eh gleich los. Ah, wobei, sie hat noch ein bisschen. Dann geh bitte wieder... Habe ich da keine Verbindungstür hingemacht? Ja, okay, dann bleiben wir halt in dieser Hälfte des Hauses. Und dann kannst du aber trotzdem noch ein bisschen Gitarre spielen. Ja, sehr brav. Dankeschön. Aaron, was machst du denn jetzt für einen Umweg? Hättest du nicht die am nächsten gelegene Toilette benutzen können? Egal. Ihr geht jetzt auf jeden Fall mal arbeiten. Oh, und er ist schon Level 9. Nicht schlecht. Okay. Hier oben rauscht immer noch die kaputte Dusche. Oh mein Gott. Aber Birk ist schon unterwegs und wird sich darum kümmern. Mit dem gehen wir vielleicht heute noch ein bisschen angeln. Weil wir müssen seine Fähigkeiten noch ein bisschen auf Vordermann bringen. Hier die Angelfähigkeit, die Geschicklichkeit und die Geschicklichkeit möchte ich gerne noch maximieren mit ihm. Okay. Aber ich glaube, jetzt werden wir erstmal mit Nils einen Ausflug machen. Er hat Level 3 erreicht, glaube ich. Ja, wunderbar. Dann machst du jetzt mal Schluss. Und suchst dir eine Toilette. Wir nehmen jetzt mal diese hier. Kiez hat erfahren, dass Kim eine Partnerschaft unterhält. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Oh, und Gwen muss jetzt gleich arbeiten gehen. Oh, die ist schon wieder schlecht. Oh nein. Oh nein. Was ist nur los mit dir? Oh, was ist das denn? Wunderschöne Jacke, wunderschöne Jacke. Okay. Aaron, was machen wir denn? Ich meine, wir könnten entweder können wir einfach Leute befragen oder wir können einfach ungefragt ihre Mülltonnen durchsuchen. Wohnt hier jemand? Nee, hier wohnt keiner. Das ist sehr schade, aber es ist ein sehr schönes Haus, muss ich schon sagen. Wo wohnt denn jemand? Oder sollen wir einfach irgendwo auf ein Gemeinschaftsgrundstück gehen und da Leute befragen? Aber es geht halt schon schneller, einfach die Mülltonnen zu durchsuchen, ne? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal. Wer wohnt denn zum Beispiel hier? Oh mein Gott, diese Stadt ist so süß. Diese Stadt ist so süß. Schaut euch dieses Häuschen an. Der Wozni-Haushalt. Ach, da wohnt Holden, vermute ich mal. Dann fahren wir jetzt einfach mal hier hin. Und dann durchsuchen wir seine Mülltonne. Gott, ist das ein niedliches Haus. Ich liebe es. Das daneben ist noch niedlicher. Es ist so schön. Es ist so schön hier. Jetzt haben wir in einer anderen Richtung. Computer sagt nein. Oh, ist auch so süß. Und diese Büsche sind voll cool. Ich glaube, die habe ich noch nie bewusst verwendet. Die müssten aus Into the Future sein. Und die sind eigentlich echt schön. Warum nutze ich die so selten? Verstehe ich gar nicht. So, sind alle gut in die Arbeit gekommen. Aaron ist gut angekommen. Und hast du einen Chef, Aaron? Ja, hat er tatsächlich. Ashton Vaughn. Okay, ja, dann schleim dich doch ein bisschen bei dem ein. Und Gwen... Hast du, sie hat eine Kollegin. Gucken mal, ob sie vielleicht noch mehr Kollegen kennenlernen kann. Okay, und Nils, du kannst jetzt hier gleich mal diese Mülltonne durchwühlen und ich hoffe, dass Holden jetzt nicht nach Hause kommt, weil aktuell ist er nicht zu Hause. Was mir gerade ganz gut in den Kram passt, wenn ich ehrlich bin. Oh, nein. Ich wollte doch nur einen besseren Blick haben. Verdammt, diese Mülltonne ist sehr schwierig platziert. Oh, no, no. Okay, Moment. Dann machen wir es eben so. Oh, oh mein Gott, ich bin aus Versehen in seinem Haus. Oh, sehr, sehr, sehr trist hier drin. Sehr, sehr trist. Okay, wo ist Aaron? Nils. Oh, ich komme die ganze Zeit so durcheinander mit den Namen. Ah, ich bin im ersten Stock. Haha.
Jetzt habe ich die Kamera überlistet. Endlich kann ich ein Bild davon machen. Es sieht irgendwie jetzt doch nicht so cool aus, wie ich mir das vorgestellt hatte, wenn ich ehrlich bin. Oh, Nils. Ich bin ja gespannt, was er findet. Vermutlich nur Müll. Oh, sein Gesichtsausdruck. Wunderbar, wunderbar. Ich muss den perfekten Winkel finden. Wunderschön. Gut machst du das. So. Hat er jetzt schon irgendwas aufgetrieben? Ja, er hat Müll gefunden und einen Rubin. Und er hat verdorbene Waffeln in seinem Inventar. Das schmeißen wir gleich wieder zurück in die Mülltonne. So, jetzt... Ah, okay, noch eine Zeitung, noch mehr Müll. Ganz toll. Wie lange wühlt er denn da drin rum? Ah, okay, jetzt sind wir fertig. Frieda hat für die Fähigkeit Logik Level 8 erreicht. Dann kannst du jetzt mal Schluss machen. Was haben wir jetzt? Nur wenige Sims würden vermuten, dass eine Mülltonne eine wahre Schatztruhe sein kann. Doch die pikanten Informationen über Holden Wozni, die Nils auf dem Boden der Tonne gefunden hat, sind von unschätzbarem Wert, trotz des Gestanks. Sehr schön, dann können wir zumindest schon mal einen Bericht über Holden schreiben. Das können wir eigentlich, können wir jetzt gleich nochmal machen. Wer wohnt hier? Familie Williams. Und ist da gerade jemand? Ah, die sind zu Hause. Ah, ich weiß nicht, ob ich das riskieren möchte, wenn die gerade zu Hause sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht unbedingt begeistert sind, wenn man da anrückt und die Mülltonne durchsucht. Wohnt hier sonst noch irgendwo jemand? Das wird mir jetzt nicht angezeigt. Das ist ein bisschen blöd. Wir gucken einfach mal uns um. Okay, ich glaube, die sind... Na, die Häuser hier sind alle leer. Aber da läuft jemand rum. Ein Paparazzo. Okay, hier oben wohnt keiner. Mist, 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 Mist. Ich schätze mal, in diesen Riesenvillen hier wird auch keiner wohnen. Ja, nee. Sieht schlecht aus. Ach, damn. Okay, aber hier wohnen sicherlich irgendwo... Wohnen garantiert noch ein, zwei andere Familien. Da bin ich mir ganz sicher. Ich versuch's mal hier. Oh ja, da wohnt jemand. McDonald-Haushalt. Die sind allerdings auch zu Hause. Mist. Sollen wir es einfach trotzdem riskieren? Da wohnt auch jemand. Mayfield. Okay, wir versuchen es jetzt mal hier bei Familie Mayfield. Wo ist denn eure Mülltonne? Oh, sieht das schön aus. Wo haben... Ah, die haben ihre Mülltonne hier drüben. Wunderbar. Dann komm mal hier rüber. Nilsi. Und dann kannst du gleich noch eine Mülltonne durchwühlen. Ist das ein schönes Haus? Schaut euch diesen coolen Wintergarten an. Mega. Sogar mit einem kleinen Teich. Wie schön ist das? Oh mein Gott. Ach, okay, ist es gar nicht die Schwangerschaftsmeldung. Okay, ich habe die Musik gehört und dachte instant, ah, okay, Gwen ist jetzt offiziell schwanger, aber ist sie leider nicht. Okay. Dann trage ich jetzt Nils mal ganz kurz auf, dass ich noch diese Mülltonne durchhügeln soll. Gott, ich hoffe, die kommen da jetzt nicht raus und regen sich irgendwie auf oder so. Das wäre ein bisschen bitter. So, okay, und was hatten wir jetzt hier oben für Meldungen? Moment. Ich komme die ganze Zeit an den Bildschirm ran. Gwen hat Jonah Miller kennengelernt. Die Band hat heute wirklich gut gespielt. Die Stimmung war bestens und das Publikum hat ordentlich abgegroovt. Dieser Auftritt hat die Laune von Gwen erheblich verbessert. Okay. Irgendjemand flirtet mit ihr. Und Gwen hat genügend Bekanntschaften gemacht, um die Fähigkeiten, Herausforderungen, Berühmtheit abzuschließen. Ah, okay, das war diese Melodie. Alles klar, ich verstehe. Oh, er hat ein Schaumbad gefunden und einen Teddybären. Da findet man ja teilweise gar nicht so schlechte Sachen. Weggeworfenen Schrott, 20 Teile, mega gut. Weiß nicht, wie die in die Mülltonne gepasst haben, aber okay, das lassen wir mal. Das sei mal dahingestellt. Sieht es beim Rest der Familie aus? Linnea könnte mal ihre medizinische Fachzeitschrift lesen. Organspende Heft 20. Und sonst so? Ronja geht's, glaube ich, ganz gut. Gwen und Aaron sind noch in der Arbeit. Ah, Birk wollte ich angeln schicken. Das habe ich voll vergessen. Moment. Ach, aber wir müssen eh ans Meer fahren, ne? Weil sonst ist das schwierig. Können wir eigentlich diese Bucht hier zu Fuß erreichen? Vermutlich nicht, ne? Da kann man wahrscheinlich nur mit dem Boot hin. Ja, okay. Dann gehen wir vielleicht hier angeln. Wo sind denn hier Fischis? Da sind Fischis. Wunderbar. Was haben wir hier für Fischis? Sardelle, Qualle, roter Hering, Thunfisch, tragischer Clownfisch. Ja, perfekt. Kannst du da mal ein bisschen angeln? Haben wir hier noch mehr Fische irgendwo? Fisch, Fisch, Fisch. Kein Fisch. Oh, das kann eigentlich nicht sein, oder? Naja, okay. Kann erstmal hier ein paar Fische angeln. Es ist ja auch schon relativ spät.
Oh, aber das Licht ist super schön. Ist das nicht hübsch? Das gefällt mir. Diese Stadt gefällt mir so gut. Sie gefällt mir so gut. So, Nils, bist du schon vorangekommen? Ah ja, okay, wunderbar. Er ist fertig, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Und die Informationen zu Berichten verarbeiten. Nachdem Nils mehrere eklige Mülltonnen durchwühlt hat, hat er Sim handfeste Informationen über Kim Mayfield gefunden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind das positive Informationen oder sind das negative Informationen? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Naja. Birk ist auf dem Weg. Ach, der fährt Fahrrad, der arme Kerl. Ist auf dem Weg zum Angeln und wenn du da fertig bist, kannst du wieder nach Hause kommen. Ich schätze. Ich meine, es ist eh schon 7:30. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Oh, Leute. Ah, oh, die nächste Dusche. Ja, mach sie gleich wieder. Komm, repariere sie gleich wieder. Frieda, vielen Dank. So, was macht der Rest? Ronja sieht aus, hätte sie gerade trainiert. Dann können wir jetzt auch zu Abend essen, oder? Ich baue hier mal ein Buffet auf. Wir haben Ratatouille und wir haben Macaroni mit Käse. So, dann nimm dir doch hier Mac and Cheese. Wer ist noch zu Hause? Linnea müsste auch da sein. Genau, du kannst dir auch was nehmen. Und Aaron kommt auch nach Hause. Wunderbar, wunderbar. Oh Gott, und ich sehe gerade, Linnea hat noch diesen Fotostreifen in ihrem Inventar, wo sie so viel Spaß hatte bei ihrem Ausflug mit Marc und dann hat sich herausgestellt, das wird nix. Es ist so schade. Aber wir können es trotzdem mal an die Wand hängen. Das war so traurig. Das hat mir so leid getan. Naja. Müssen wir halt jemand Aas für Linnea irgendwann finden. Aber es war echt bitter. So, Nils. Du kannst erstmal unter die Dusche springen, denn du stinkst ganz fürchterlich. Was aber vermutlich normal ist, wenn man sich den ganzen Tag in fremden Mülltonnen rumgetrieben hat. Und ich glaube, ich schmeiße jetzt hier erstmal den ganzen Müll weg, den er eingesammelt hat. Wir haben dreimal Müll. Dann drei gammelige Zeitungen. Ja gut, und den Rest können wir... Er hat zwei Teddybären gefunden, ein Schaumbad, eine Kerze, einen Rubin und 50 Schrottteile einfach. Was ist mit dir? Was ist mit den Sims los? Was werfen die für Sachen weg? So, die Mac and Cheese sind leer. Dann nehmen wir uns hier Ratatouille. Was ist das denn? Bitten, das Zimmer zu verlassen. Ja, verlass bitte... Ach, Frieda, du gehst mir auf den Keks. Du gehst mir auf den Keks, Frieda. Nils, hol dir jetzt bitte Ratatouille. Dankeschön. Oh, und Birk hat für die Fähigkeit Angeln Level 7 erreicht. Mega gut. Mega gut. Jetzt gucke ich mal, hat Nils eigentlich seinen eigenen PC? Nee, der hat nicht mal. Ah doch, er hat sogar seinen eigenen Schreibtisch. Ja, dann kaufe ich ihm jetzt mal kurz einen PC. Damit er dann nicht an irgendwie den PC von einem seiner Geschwister gehen muss. Das war eine schwere Geburt, dieser Satz. Ach, was ist das denn hier schon wieder? Ich kriege die ganze Zeit so eine Meldung. Ich habe keine Ahnung, was sie mir sagen will. Muss vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren, aber. Ganz ehrlich, dieser Spielstand ist jetzt auch mittlerweile so alt. Eigentlich wundert es mich nicht, dass er Probleme macht, wenn ich ehrlich bin. Also, wir können berichten über Kim Mayfield und Holden Wassenaar. Wir berichten jetzt erstmal über Holden. Und dann, ach, Moment mal, hat er sich jetzt nichts zu essen geholt? Oh nein, es ist leer. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ja gut, dann kommt, dann machen wir jetzt ganz kurz hier Gelee-Sandwiches. Die sind ja super schnell fertig. Das ist jetzt nicht so ein Stress. Wann ist Gwen mit der Arbeit fertig? Oh, in 10 Minuten. Und sie möchte massiert werden. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gehe mal zu ihr rüber. Ich habe nämlich den Eindruck, dass der Babybock gleich auftauchen könnte, wenn sie hier rauskommt. Und da möchte ich natürlich dabei sein. Oh, Nils hat für die Fähigkeit Kochen Level 2 erreicht. Oh, okay. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Anscheinend dauert es doch noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht mehr, zu welcher Tageszeit sie in der letzten Folge ihr Techtelmechtel hatten. Deswegen kann ich gerade nicht abschätzen. Oh mein Gott, sie haben die gleiche Frisur. Sie und die Fahrgemeinschaftsfahrerin, das ist sehr witzig. Obwohl ihre Fahrerin ist deutlich farbenfroher unterwegs. Cute. Na gut, dann warte ich eben zu Hause auf dich. Müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg hier mitfahren. So, sind die Sandwiches schon fertig? Ja. Wunderbar, wunderbar. Hat noch jemand Hunger? Gwen hat Hunger. Ah, Birk hat Hunger.
dann hol dir doch mal hier ein Sandwich. Aber sonst... Ja, und Gwen hat halt Hunger, ne? Aber sonst geht's eigentlich. Okay, sonst sind alle versorgt. Dann darf Nils jetzt seinen neuen PC einweihen und diesen Bericht schreiben. Berichten über Holden Wosni. So, und ich hänge mich an Gwen. Oh Gott. Oh mein Gott. Zieh dich doch mal um, Gwen. Hier. Alltag 1. Perfekt. Und dann kannst du dir erstmal ein Sandwich holen und das dann in den Kühlschrank stellen. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass es endlich soweit ist und wir erfahren, dass sie tatsächlich schwanger ist. Und dann gibt es bald ein Baby. Wird eigentlich in unserem Stammbaum, werden da noch alle Generationen angezeigt? Ach nee. Schade, schade, dass wohl bei irgendeinem Umzug ist das wohl gelöscht worden. Das ist echt schade. Wir sind jetzt immerhin in der... Welche Generation ist das dann, die geboren wird? Die vierte? Oder die fünfte? Wir hatten Alva, dann Frieda. Nee, dann ist, sind quasi Birk und Aaron und die sind alle die dritte Generation. Und das Baby, das dann geboren wird, ist die vierte, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist einfach zu viel Zeit vergangen. Es ist viel zu viel Zeit vergangen. So, wir haben ja in dieser Mülltonne ein Schaumbad gefunden. Das heißt, wir könnten... Moment, wo ist Aaron da? Nee, Moment, das war nicht Aaron, das war Nils. Ich komme so durcheinander, wir stellen das mal... Ach, wir haben hier ja schon ein Schaumbad. Oh, okay. Ich dachte gerade, das ist voll cool, dann können wir ja... Kann Gwen ein Schaumbad nehmen, aber kann sie sowieso, weil ich überall sowieso diese Dinger hingestellt habe. Okay, aber du kannst trotzdem ein Schaumbad nehmen. Und dann können wir das andere eigentlich verkaufen, ganz ehrlich. Naja. So, wie sieht es jetzt bei den anderen aus? Frieda ist schon ins Bett gegangen, alles klar. Birk kann eigentlich auch ins Bett gehen, ganz ehrlich. Es ist halt auch schon Mitternacht. Es ist einfach auch schon Mitternacht. Ich warte vielleicht noch ganz kurz, bis er hier das Geschirr weggeräumt hat, weil das passt mir gerade ganz gut in den Kram. Aber dann kann er eigentlich pennen gehen. So, wie sieht es bei den anderen aus? Linnea geht schlafen. Ronja, du kannst auch schlafen gehen. Wen haben wir denn noch? Aaron auch. Ich schicke jetzt einfach mal alle durch die Bank ins Bett, glaube ich, bis auf Gwen. Weil mit Gwen bleiben wir, glaube ich, noch eine Weile wach. Ich möchte nämlich unbedingt noch das mitbekommen. Dass ihr kleiner Babybauch endlich zu sehen ist. Okay, Nils hat alle verfügbaren Informationen über Holden Wosni zusammengetragen. Sehr, sehr schön. Dann kannst du jetzt auch schlafen gehen, mein Freund. Und über die andere... Über wen wollten wir noch berichten? Kim Mayfield. Über die schreiben wir dann morgen. Hat sich da jetzt schon was verändert? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war vorher schon genau derselbe Smiley. Aber vielleicht auch nicht. Bin mir nie sicher. So, Gwen, wie sieht's jetzt aus? Wie lange wird das jetzt hier noch dauern? Ja, okay, okay, okay. Es ist soweit. Es ist soweit. Was wird sie anhaben? Es wird wahrscheinlich furchtbar aussehen. Oh, es geht sogar. Es geht sogar. Aber sie hat sich gerade ein bisschen blöd platziert, sodass ich kein richtiges Bild machen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Aber sie hat die nächsten Tage frei, weil sie im Mutterschutz ist. Das ist natürlich perfekt. Moment. Wände hoch. Ich muss sie ja hier ein anständiges Bild zustande kriegen. Wie machen wir das denn? Wie sieht das? Ne, das war zu weit oben. So, das ist okay, glaube ich. Wunderbar. Cute. So, dann darfst du jetzt auch endlich ins Bett gehen, arme Gwen. Ich habe sie jetzt wirklich lange wach gehalten. Wie viel Uhr ist es? Oh, es ist 2 Uhr morgens. Upsi. Naja, okay. So, Gwen geht jetzt ins Bett. Und, oh Gott, das sieht ja fürchterlich aus. Oh Gott. So. Das war es erstmal mit der heutigen Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit am Start wart. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst natürlich nicht, auch ein Abo auf meinem Kanal dazulassen, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.